know, you know I care. You never soothe that guilt you wear, it has never helped at all. Yet all the ways you tried to run before your feet had caught along, you never feared the fall. If you're not where you wanna be, you've lost your grip on fantasy, and gravity is dragging you down. While tides get high and lives get low, from all sides the wind will always blow. Come on now, put it right, set this wheel in motion. Feel your heartbeat in time with your brain. Broken. Don't let all your bruises be in vain. Ja, hallo, wir sind heute am schönen Mönchsberg, direkt neben der buddhistischen Stupa oder wie man sagt. Und wir haben uns heute da ein bisschen heraufgewagt, weil wir uns gedacht haben, besser weg von der Zivilisation. Wir haben nämlich heute ein ganz besonderes Stickerl vor uns. Das Herzstück von unserer Stadtmusikanten Spielerei, wie man so will. Wir sind da heute mit dem James Joyce, seines Zeichen Singer-Songwriter, heute ohne die Bad Decisions. Und der wird uns heute ein bisschen was beibringen. Er versucht es zumindest, das uns weiterbringt in puncto Singen und Songwriten. Was bringst du bei heute? Ich werde versuchen, in drei einfachen Lektionen euch zu Top-Singer-Songwritern auszubilden. Und mit der Hoffnung, dass wir dann einen Nummer 1 Hit verfassen werden. Das ist der Anspruch. Nichts Pop. Weniger auf jeden Fall. Es ist nämlich so, wir möchten da halt mit dir ganz viel Geld verdienen. Das ist uns das Wichtigste. Nicht nur euch. Ja. Ja. Genau, also warum sollen wir dir glauben, dass du uns groß rausbringst sozusagen? Das haben schon mehrere gesagt zu uns. Nein, ich mache schon lange Musik, schon seit ich ungefähr 6 bin, was jetzt dann schon fast 24 Jahre sind. Und seit 15 Jahren tue ich Songwriting an und habe in England Gesang studiert und unterrichte Gesang und Songwriting in die Richtung. Und habe schon viele Konzerte gespielt, auch in Salzburg selber früher Straßenmusik gemacht, eine Zeitl. Und ja, ich versuche mein zusammengetragenes Wissen auf euch zu übertragen. Dann würde ich sagen, starten wir mal eine. Probieren wir es einmal, machen wir uns einmal an, was du uns so zum Sagen hast. Okay. Und wir versuchen, dein Trommelfell ein bisschen zu schonen. Vielen Dank. Gut. Dann starten wir. Prost. Beim Singen auch ganz wichtig, dass man einen konstanten Airflow hat. Und das kann man üben, indem man, wenn man will, sich da zwei Finger herhaltet auf jeder Seite. Und dann sogenannte Lip-Bubbles macht, einfach wie so ein Pferd. Genau, und das kann man dann natürlich auch länger probieren. Muss ich da fest aufgedrücken? Nein, das ist eher nur zum Festhalten. Ja, eher, dass das ein bisschen nach vorne schiebt. Ah, es juckt voll. Es juckt echt voll. Ja. Ah. Ganz wichtig ist auch immer das Aufwärmen, ist das Lockern. Und das kann man auch mit den Stimmbändern machen, die kann man ein bisschen wie massieren und dehnen, indem man sogenannte Sirens macht. Das heißt, man nimmt irgendeinen unbestimmten Ton, von dem man anfängt, und slidet einfach so weit nach oben, wie es geht, und so weit nach unten, wie es geht. Also. Ohne Druck oder irgendwas. Und das kann man dann natürlich auch mit den Lip Bubbles feinen. Und dann klingt das so. Das geht nicht so lang. Okay, warte nochmal.
bin gut. Ich kann das nicht. Du hast Probleme mit den Barbells, ja. Gell? Mit den Barbells, da müssen wir noch arbeiten. Nochmal, Miri, du nochmal. Ich kann das nicht. Wir haben jetzt wieder gewechselt in die sitzende Position und haben uns dieses Büchlein dazu geholt. Der Hintergrund von dem ist, dass wir jetzt unseren Number One Hit schreiben. Wie werden die ausschauen? Schön. Ja, okay. Englisch oder Deutsch? Ich würde sagen Englisch, da sind wir internationaler vertreten, dann können wir nachher ins Ausland damit gehen, ja. In den ausländischen Markt einsteigen. Alles klar. Ganz wichtig eigentlich, ja. Ja, ganz wichtig einfach ist, ne, dass man einen catchy Refrain, eine richtig gute Hookline hat. Mhm. Ne? Die müssen wir jetzt finden, textlich. Ich würde sagen, wir überlegen uns einmal ein Thema, über das wir schreiben könnten. Die Liebe. Ja. Es muss die Liebe sein. Auf jeden Fall. Ne? Okay, ich schreibe es mal auf, Liebe. Mhm. Aber vielleicht nicht so was Herzschmerzmäßiges, sondern was Fröhliches. Mhm. Oder? Was Sexuelles meinst du? Was Sexuelles? Ja, es kommt sicher. Ich schreibe also dazu sexuell. Okay. Oder? Was sagst du? Ja. Gute Laune. Gute Laune ist im Sommer immer wichtig, auf jeden Fall. Ja. Okay. Wobei die meisten Sommerhits werden ja schon im Winter produziert, vorproduziert, damit es dann im Sommer. Damit es fertig ist, ja, vorher, ist ja klar. Wie in der Mode. Wir sind schnell. Ja. Also ich habe jetzt aufgeschrieben Liebe und sexuell. Das sind jetzt unsere zwei Themen. Ja, ich glaube, damit kann man schon arbeiten. Ich glaube auch. Ja. Ich unterstreiche sexuell nochmal. Okay. Und ja, jetzt müssen wir was Catchiges finden. Ich glaube, wichtig ist einmal, dass wir zwei gute Reime haben. Mhm. Ja, das heißt, A, B, A, B oder A, 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 B, B? A, A, B, B, A, B, A, A, B, 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 C, aber. Okay. Aber ist gut, oder? Aber hat immer schon funktioniert. Passt, machen wir aber. Oder ich glaube, aber ab ist fast einfacher wahrscheinlich. Ab, ab, okay. Mhm. Ich schreibe mal A, ab auf. Mhm. Das heißt, wir fangen an mit Why did you put your hand in my pant? Mhm. Da haben wir sogar einen Reim schon innerhalb der ersten Zeile. Ja, Eva, ich finde das super. Bruderland. Okay, schreib es mir auf. Irgendwas do it again, irgendwie so oder. Tu mal Hands hinschreiben. Do you have magic in your hands? Show me the magic in your hands oder so? Oh ja, genau. Show me the magic in your hands. Finde ich gut. Show me the magic of your hands oder so. In your hands, lose yourself, it's time to play. Yeah. Wir haben einen Hit! Super, wie heißt's? Das funktioniert. Sex. Liebe / sexuell. L'amour. Ja, das wird aber wirklich. Mhm. Das wird der Titel. Ja? Ja, haben wir. Das ist eine gute Anspielung auf unsere Band, weil wir haben gerade zwei Nummern veröffentlicht, auch mit so Slash. Slash, ja? Sehr gut. Na passt, dann also haben wir das Liebe / sexuell. Ja? Genau. Passt. Ich glaube, wir haben den Hit geschrieben. Er heißt Liebe / sexuell. Es ist ein A-B-A-B-Reim geworden. Mhm. Das Thema ist, glaube ich, recht sexuell. Mhm. Das passt aber in die heiße Jahreszeit? Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, also wenn man Geld verdienen will in der Musik, dann muss man sich schon auch ein bisschen aussitrauen. Mhm. Ja. Mit dem. Miri, bist du zufrieden mit dem? Ich bin voll zufrieden. Also wir haben das auch in Rekordzeit jetzt geschafft. Ich glaube, keine 10 Minuten haben wir gebraucht. Ein Bier ungefähr. Ne? Ja. Also. Das werden wir jetzt einmal vertonen. Wenn das kein Hit wird, dann weiß ich es auch nicht. Gut. Lektion 2 übrigens. Sag es nochmal, Lektion 2, also, wir schreiben ihn. Ja, und was müssen wir da jetzt machen? Na, jetzt müsst ihr singen. Und wie geht man das am besten an? Na, probieren wir es einfach einmal gemeinsam, würde ich sagen. Vielleicht Zeile für Zeile. Okay. Weil wir sind nicht so gut. Okay, ich sing vor und ihr singt selber nach, okay? Put some love in my pants. Okay? 1, 2, 3, 4. Put some love in my pants. Ja, das geht, das ist noch nicht so schlecht, okay? Feel so good and so I say. So, yeah. Feel so good and so I say. Show me the magic in your hands. Lose yourself, it's time to play. Show me the magic in your hands, machen wir nochmal. Ja, rhythmisch ein bisschen komisch. Show me the magic in your hands. Lose yourself, it's time to play.
Machen wir es mal. Ready? Von vorne? Ready. Ich glaube, das wird gut. Wie bist du zufrieden mit uns? Super. Ja dann, ich glaube, wir haben unsere Lektionen abgeschlossen, haben jetzt Material, das wir auch für unsere Tournee, besser gesagt, verwenden können. Mhm. Dankeschön, lieber James Joyce. Vielen Dank. Wir, jederzeit, bitte gerne. Und ja, vielleicht begrüßen wir dich auch, wenn wir dann zum Spielen schreiten sozusagen und die Stadt unsicher machen. Mhm. Vielleicht magst du noch mal ankündigen. Voll. Am 12. September spielen die Salzburger Stadtmusikanten auf ihrer Debüttournee in der Stadt Salzburg. Nähere Informationen folgen. Genau. Stark. Es war gut. You know I know, you know I care. You never soothe that guilt you wear. It has never helped at all. Yet all the ways you tried to run before your feet had caught along, you never fall. If you're not where you wanna be, you've lost your grip on fantasy.